Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die Armee der Toten abgeschlossen mit Gold. Boah, geil. Und den Pyramid Heads als Gruppe in dieser Kampagne. Und jetzt machen wir Kampagne Nummer 2, Mission Nummer 2 vom ägyptischen Kampagnenweg. Okay, nun sehen Sie mal an, was Sie angerichtet haben. Die Eroberung des Tempels von Ra hat die das Selbstvertrauen von Seth in den Himmel schießen lassen. Daher liegt er wieder bei ihnen, die Kohle aus dem Feuer zu holen und den Pharao mit seiner Armee aus der Stadt der Vorväter zu werfen. Es liegt an mir, okay. Und das Gute ist, ich kann auch die anderen Teams hier jederzeit nehmen, weil das ist das Einzige, was mir jetzt Sorgen gemacht hat, dass ich zum Beispiel immer nur, weiß ich nicht, wenn ich die Mission abgeschlossen habe, nur mit den Pyramid Heads hier die Mission machen kann. Aber ist nicht so, und dann finde ich sehr gut. Und jetzt stößt man mit den Pyramid Heads und Wenig Orm in die Stadt der Vorväter. Bams. Boah. Wie schade. Kommen keine Cutscenes mehr, glaube ich. So nach und vor der Mission. Finde ich ein bisschen schade. Nee, nach der Mission, nicht vor der Mission. Die Stadt der Vorväter. Obwohl, in Baumzade haben die sich dauernd wiederholt. Das war auch ein bisschen doof. Das Land des Pharaos. Kommt jetzt der erste Kampf, der offizielle. Mächtig und erhaben. Oh, sehr schön. Und voller Sand. Schon wieder. Ja, das sieht noch einen offiziellen Kampf aus. Wollen Sie auch schauen? Nichts als Sand. Sand, Sand und nochmal Sand. Sand ist überall. Gewöhnen Sie sich dran. Doch, wir wollen uns kurz fassen. Spricht da eigentlich hier der Allerhöchste oder der Typ? Dieser Pöbelhaufen ist der Gegner. Wie können Sie es wagen? Die Soldaten der Armee des Pharaos. Hm, das sind aber ganz schön viele. Ach was. Guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen. Versuchen Sie nicht, in Panik auszubrechen. Ja, das ist schon zu spät. Bestimmt kann Seth helfen. Okay, jetzt sah es auch so geschockt aus. Da ist er auch gar nicht, oder? Doch. Schauen Sie, Seth wirkt ein Zauber. Hat der nicht gerade andere Klamotten angehabt? Boah, geil, der hat die eine Kiste. Seth ist besser, als ich dachte. Der hat die beiden Gegnern abgelassen, verdammt. Holen wir sie uns. Sie müssen um jeden Preis überleben. Sie müssen mit Hilfe der Überschwemmung alle Gegner töten. Okay. So, Spieler 1. Pyramid Heads, machen Sie sich bereit. Bergfrieder vor euch. Ach, verdammt. Was ist denn das? Was zum Teufel? Das sind nicht die, die ich hergestellt habe. Wo ist das Teil? Achso, ja, ich bin... Boah. Läuft gut. Wo ist der Typ? Meins! Seths Botschaft ist klar. Bauen Sie einen Bergfried. Aber dafür brauche ich doch einen Turm. Dann setzen Sie danach die Mumienarmee ein. Um den Pharao und seine Armee in tiefe Gelände zu treiben. Oh Mann. Suchen Sie zum Schutz höhere Gebäude zum Schutz. Und lassen Sie die Überschwemmung von Stapel. Okay, Sie werden alle frei. Egal, wie Sie das anstellen. Ja. Sie müssen den Gegner besiegen. Also, ich muss die erstmal alle von den Dächern hier schubsen. Haben die überhaupt auch? Die haben nicht so weit, ne? Soldiers machen sich bereit. Ramses. Ja, das ist. Den habe ich hergestellt. Ramses, Nil. Den habe ich aber nicht hergestellt, den einen. Nil, Ramses. Das ist einer, bei denen ich nicht hergestellt habe. Okay. Ich brauche einen Bergfried. Ich kann ihn schon herstellen, okay. Mal da hinten.
Blöde ist, ich muss die erstmal alle da runter schubsen von irgendwo. Genau dich. So, tu doch was. Boah. Und schon wieder die Feuerfaust. Und jetzt. Mitten in die Fresse. Hi, Venek, na? Muss mal gleich gucken, ne? Also ich habe hier drei Soldaten, die ich hergestellt habe, aber der eine kommt mir nicht bekannt vor. Neil, Ramses, Venek. Moment noch. Den einen habe ich nicht hergestellt. Oh nein. Nein, ich möchte mich bewegen, verdammt. Nein. Autsch. Haha. Warte, jetzt nur den einen. Oh mein Gott, der ist schon beinahe tot, leck dich. Boah, ich muss voll niesen, ey. Boah. Ja, nur noch du, komm her. Ich krieg ich noch. Dich krieg ich noch, den schnapp ich mir. Okay. Nochmal. So, schnell, 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 schnell. Dings macht die dann fertig, ne? Der letzte. Tschüss. Fantastisch. Jetzt bitte nicht Venek erledigen. Wie eine Bazooka. Bitte nicht auf Venek, der ist schon gleich tot. Ja gut. Ich blute. Okay. Dann los. Der nächste und der letzte. Den habe ich nicht hergestellt. Was zum Teufel? Alles klar, dann. Weiß ja nicht. Muss ja nicht so hoch sein, ne? Sind alle schon am Boden. Ja. Ja, bitte. Überschwemmen. Alles klar. Und zack, da gehen sie hin. Ne, sag mir, hat er reicht den einen auch noch. Sehr gut. So schnell kann es gehen. Sehr schön. Na? Unser 0815 Typ, die erledigt. Warum? Das war ein herrlicher Badetag. Finden Sie nicht auch? Was? Oh. Also gut, wie wäre es damit? Die Gegner sind ein bisschen feucht hinter den Ohren. Nein? Na gut, wie wäre es mit... Okay. Nein, ich lasse jetzt keinen ab. So, speichern, sehr schön. Ah, sehr gut. Ich finde es gut, wenn alles nach Plan läuft. Und jetzt muss ich mal gucken. Habe ich echt nicht gespeichert, als ich irgendwie den letzten hergestellt habe, oder was? So, Seth, oh. Es wundert mich sehr. Fortport und Luftangriff. Schon wieder Gold. So, Pyramid Hits. Wollte schon sagen, ich habe doch... Ist der eine irgendwie dazugekommen? Ich habe da Tut Ench Armin ja hergestellt für den extra. Na gut, haben wir wieder Gold. Sehr schön. Oh, es wundert mich sehr. Pyramidenbau vielleicht? Keine Ahnung. Und wie viel Prozent haben wir schon abgeschlossen? 16%, sehr gut. Ägyptische Flagge 2, was?
Typische Fleischzeuge. Was hat hier irgendwie so was? Sieht man ja nirgendwo, das ist ja blöde. Keine Ahnung. Weiß ich, ich glaube, Ägypten ist doch rot, weiß, schwarz, so. Egal. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Mission machen wir im nächsten Part. Das macht irgendwie Sinn, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Worms Hearts unter Belagerung. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.